Morning, ihr Lieben. Heute habe ich wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier. Du bist mein Verlangen von Alexa Riley. Ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, du bist mein Verlangen. Was kann ich euch zu diesem Buch erzählen? Dieses Buch ist definitiv ein Buch mit einem etwas anderen Ansatz, mit einem sehr verrückten Ansatz. Und man muss sich auf die Geschichte einlassen können, weil sonst wird man sie einfach als größten Schwachsinn aller Zeiten abstempeln. Und ich muss aber sagen, ich hatte keine Probleme, mich auf diese Geschichte einzulassen, denn ich bin ein Fan von Kitsch und Schmalz und unrealistischen Geschichten, das wisst ihr. Aber Leute, die gern Geschichten lesen, die realitätsnah sind, die nicht so stereotypisch sind, die nicht so überzogen sind, die nicht so kitschig sind, die werden mit diesem Buch jetzt nicht so die Freude haben. Die werden dann eher mit dem zweiten Buch, was ich euch dann zeige, eine Freude dran haben. Aber man muss wirklich sagen, man muss sich auf dieses Buch einlassen können, sonst hat man verloren. Denn in diesem Buch geht es um Miles. Und Miles hat die letzten 5 Jahre seines Lebens damit zugebracht, eine Frau, eine junge, heranwachsende Frau aus der Ferne zu beobachten. Und diese junge Frau heißt Mallory. Und Miles hat Mallory das erste Mal auf einem Mathematikwettbewerb gesehen und hat sich sofort in sie verliebt. Er fand sie wunderschön und er fand ihre ganze Art und Weise und ihr ganzes Wesen einfach nur bezaubernd und er hat sich damals einfach nicht getraut, sie anzusprechen und hat dann im Hintergrund in den letzten 5 Jahren alle Fäden gezogen, die er nur ziehen konnte und ja, hat damit auch Mallorys Leben bestimmt und hat alles dafür getan, dass sie glücklich ist und dass sie das Beste aus ihrem Leben machen kann. Und jetzt nach 5 Jahren ist es endlich soweit und er will sich ihr quasi offenbaren und sie persönlich kennenlernen und er möchte natürlich, dass sie sich in ihn verliebt, denn er ist schon besessen von ihr und das weiß er auch, das muss ich dazu sagen. Er ist jetzt nicht einfach nur so ein dahergelaufener Irrer, der keine Ahnung hat, was er tut. Er weiß, dass er besessen von ihr ist und er weiß, dass das nicht normal ist, aber er kann dagegen einfach nichts tun. Und jetzt, wie gesagt, nach 5 Jahren des Beobachtens ist die Zeit gekommen, dass er auf Mallory trifft. Und schon die erste Begegnung der beiden ist für Mallory ziemlich fragwürdig, denn sie denkt sich, boah, was ist das für ein Typ, was will der jetzt von mir? Und ja, Mallory lernt Miles dann kennen und sie lässt sich auch auf ihn ein. Und die Frage in diesem Buch ist natürlich, was erleben die beiden alles zusammen und wird Mallory Miles auf die Schliche kommen und wird sie herausfinden, was er in den letzten 5 Jahren getan hat? Und wie gesagt, die Handlung, man muss sich darauf einlassen können, denn diese Geschichte ist wirklich extrem an den Haaren herbeigezogen. Aber ich mochte sie, wirklich. Ich habe in manchen Momenten zwar wirklich gedacht, das ist jetzt hier nicht dein Ernst, Mädchen, wie du jetzt reagierst, aber ich fand das schon irgendwie lustig, das zu lesen. Also es ist eine total abgefahrene, crazy Geschichte, aber ich mochte sie. Und wer mal Bock auf sowas hat, sollte sich das Buch auf jeden Fall angucken. Ja, also ich hatte meine Freude auf jeden Fall an dem Buch. Ich fand den Verlauf der Geschichte gut. Ich habe dieses Buch ultra schnell gelesen. Ich bin super schnell durch die Seiten gekommen. Also man fliegt da wirklich nur so durch die Geschichte, weil man möchte auch wissen, was jetzt als nächstes passiert. Der einzige große Minuspunkt, den ich hier habe in diesem Buch, ist, dass mir diese Geschichte zu schnell vonstatten geht. Und zwar spielt dieses komplette Buch, glaube ich, innerhalb von 3 oder 4 Wochen. Also das sind nicht Zeitsprünge da dazwischen auch, sondern dieses Buch handelt wirklich in 3 oder 4 Wochen. Und in diesen 3 oder 4 Wochen verliebt die sich in den und dann haben die natürlich Konflikte, die sie bewältigen müssen, bis hin dann zum Ende. Und also das war für mich einfach dieses Tempo, diese Zeitabstände in dieser Geschichte, das hat für mich so null gepasst. Also da hätte ich mir schon gewünscht, wenn da irgendwie mehr Zeit zwischendrin vergangen wäre und das nicht wirklich so in 4 Wochen alles so dumm, dumm, Tag 1 das, Tag 2 das, Tag 3 das, Tag 4 das, Tag 5 ist sie schon total in ihn verliebt. So, weißt du, also das war nicht so 100% meins. Das hat mir so als einziges so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, sag ich mal. Aber naja, gut, ist halt so. Kann man nicht ändern, ist halt, wie gesagt, es ist im Prinzip ja eigentlich auch egal, weil diese ganze Geschichte ja eigentlich total an den Haaren herbeigezogen ist und sowieso absolut total sinnfrei eigentlich ist. Aber sie hat mich echt gut unterhalten. Wie gesagt, ich fand das Buch gut. Ich habe, wie gesagt, zwar ein paar Mal den Kopf geschüttelt über Mallory, aber ich fand das Buch im Großen und Ganzen gut. Ja, also Handlung war okay, wie gesagt, bis auf diese Zeitabstände. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Was die Charaktere betrifft, fand ich Mallory als Protagonistin schon ganz gut. Ich kam mit manchen Handlungsweisen von ihr nicht zurecht, weil ich es einfach nicht verstehen konnte, wieso, weshalb, warum sie das jetzt tut. Ich konnte das einfach nicht nachvollziehen. Und bei Miles ging es mir ähnlich, ne? Also der hat ja diese Besessenheit von Mallory entwickelt und er weiß, dass das nicht normal ist, was er für ein Verhalten ihr gegenüber an den Tag legt. Und er weiß, dass das falsch ist. Und trotzdem
kann er es nicht lassen. Und da habe ich mich echt die ganze Zeit gefragt, warum ist dieser Typ bitte so? Warum? Ich verstehe es nicht. Also, ich weiß nicht. Das war so für mich so ein bisschen, da hätte ich mir gern so ein bisschen mehr irgendwie eine Erklärung dahinter gewünscht, warum er jetzt diese Besessenheit ihr gegenüber entwickelt hat. Er wusste es zwar selber nicht so richtig, aber irgendeine Erklärung hätte mir da schon noch irgendwie besser gefallen. Naja, aber im Großen und Ganzen war Miles auch als besessener kleiner Freak ganz okay. Diese eine Sache von ihm fand ich irgendwie total niedlich, aber auch irgendwie wieder total beängstigend und geistesgestört. Also das kann ich das nicht sagen. Aber das ging mir bei diesem ganzen Buch so. Irgendwie fand ich das schon immer niedlich, aber andererseits war das total gestört. Aber also wie gesagt, unterhalten hat mich das Buch auf jeden Fall. Ansonsten, was die Nebencharaktere betrifft, fand ich das gut. Gerade was diesen einen Charakter betrifft, was dann am Ende noch rauskam, dass das doch anders war, wie man es erwartet hat. Was die Nebencharaktere betrifft, haben die mir auch richtig gut gefallen. Ich fand das gut erklärt und gut erzählt und die waren mir sympathisch oder halt nicht sympathisch, je nachdem, wie sie wirken sollten. Das hat schon für mich zur Geschichte gepasst. Was das Setting betrifft, wir befinden uns hier wieder mal in New York. Ah, ich liebe New York. Ihr wisst, ich liebe New York als Setting. Bin mit dem Setting super zurechtgekommen. Es hat mir keine Probleme bereitet, aber ich glaube, jeder weiß, wie New York aussieht. Und diese Häuserschluchten und U-Bahn fahren und so, da kann man jetzt eigentlich auch nicht viel falsch machen. Was den Schreibstil betrifft von Alexa Riley, muss ich sagen, es ist ein lockerer, leichter, einfacher, schlichter Schreibstil, passend zu einer erotischen Geschichte. Was die erotischen Szenen betrifft, waren die nicht ganz mein Fall. Also ich mag ja diese Wörter, es gibt ja diverse Wörter für unsere Geschlechtsorgane und es gibt Wörter, mit denen kann ich überhaupt nicht. Die finde ich ganz, ganz gruselig. Und solche Worte wurden in diesem Buch benutzt. Und das war mal so, oh, da rollen sich mir die Fußnägel hoch. So, ja, also, und dann gibt es natürlich so typische Ausrufe und Aussprachen aus Erotikbüchern, wo ich auch immer denke, so, ja, sagt jeder Mann zu jeder Frau. Also, was die erotischen Szenen betrifft, wie gesagt, haben die mir nicht wirklich gefallen. Das war nicht mein Fall. Das hat mich jetzt nicht angesprochen in dem Sinne. Und ansonsten war der Schreibstil super okay. Und ich kann auch im Großen und Ganzen sagen, dass mich das Buch sehr, sehr gut unterhalten hat. Wie gesagt, es ist eine total verrückte, abgefahrene Geschichte, die wirklich mehr als unrealistisch ist. Und man muss sich darauf wirklich einlassen können, denn sonst mag man das nicht. Aber ich habe es gerne gelesen, mich hat es gut unterhalten, ich habe es gemocht. Und kann euch, was das betrifft, wenn ihr so, also wenn ihr auch auf sowas steht, ne, dann schaut euch das Buch auf jeden Fall an. Ich mochte es und kann es euch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen, wenn ihr solche Geschichten mögt. Wenn nicht, lasst die Finger weg, weil dann findet ihr das ganze Buch doof. Also ihr müsst auf abgefahrene, verrückte, unrealistische, überzogene, stereotypische, kitschige, an den Haaren herbeigezogene Geschichten stehen. Und jetzt sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. So, kommen wir zum zweiten Buch. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier. Und wenn es kein Morgen gibt von Jennifer Armentrout. Auch dieses Buch habe ich netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Auch hier vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich riesig gefreut. Und dieses Buch ist quasi genau das Gegenteil von dem hier. Und wenn es kein Morgen gibt, ist eine Jugendbuch-Liebesgeschichte. Also es ist doch kein Adult in dem Sinne, sondern es ist wirklich eine Jugendgeschichte für Jugendliche. Und ich muss sagen, dass es mir richtig gut gefallen hat. Es ist eine Geschichte, die jetzt nicht sehr dramatisch ist. Also die Handlung der Geschichte ist sehr, sehr schlicht und man hat sowas auch schon 100-mal gelesen, garantiert in anderen Büchern. Aber ich finde, Jennifer Armentrout hat das einfach so schön erzählt. Ich habe in einem Interview auch gelesen, dass sie gesagt hat, dass sie eigentlich keine Idee mehr für dieses Buch hatte, für diese Geschichte so richtig. Aber sie hatte den Vertrag für dieses Buch beim Verlag schon unterschrieben und jetzt musste sie natürlich eine Geschichte liefern. Also hat sie sich mit einer Geschichte befasst, die es alltäglich gibt, die jedem von uns passieren kann, die uns in irgendeiner Art und Weise immer treffen kann. Und hat da halt aus dieser ganz einfachen Geschichte einfach was Schönes gezaubert, finde ich. Und und ich finde, und wenn es kein Morgen gibt, ist auch eine Geschichte, die gerade bei Jugendlichen nochmal was ins Gedächtnis rufen sollte, die doch nochmal anhalten soll bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, da über bestimmte Sachen nochmal nachzudenken. Und das hat mir gut gefallen, das mochte ich sehr. Also ich habe dieses Buch wirklich die ganze Zeit beim Lesen sehr gefeiert. Ich fand, das war einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich habe 4 Sterne dem Buch gegeben auf Goodreads, ganz einfach, weil die Handlung für ein 5-Sterne-Buch einfach zu schwach war. Also, wie gesagt, es ist keine schlechte Handlung, aber sie war einfach für ein 5-Sterne-Buch für mich zu schwach und zu vorhersehbar und da war einfach nichts, wo ich sage, oh mein Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Deswegen habe ich dem Ganzen 4 Sterne gegeben, aber es ist eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte.
Geschichte und ich erzähle euch jetzt erstmal, worum es in dieser Geschichte eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Lena und Lena ist, seit sie eigentlich denken kann, in Sebastian verknallt, ihre Nachbarn, und die beiden sind beste Freunde. Und ja, Lena hat immer versucht, ihre Liebe zu Sebastian zu verbergen, damit sie halt diese Freundschaft nicht gefährdet, denn Sebastian hatte auch eine Freundin, eine wunderschöne blonde Freundin, modelmaßmäßig Freundin. Und Lena selbst ist halt nicht so das perfekte Supermodel und sie sieht sich halt selbst nicht allzu schön und sie denkt halt, naja, sie ist halt einfach nicht Sebastians Typ und sie ist halt einfach so mehr die kleine Schwester und deswegen hat sie halt immer versucht, ihre Gefühle für ihn zu verbergen. Und trotzdem nimmt Sebastian in ihrem Kopf sehr, sehr viel Raum ein. Also sie denkt viel an ihn, sie denkt viel über sich nach und über ihn und wie sich das alles entwickeln soll und wie das werden soll, wenn sie erst aufs College geht und ihn nicht mehr sieht. Und also sie hat da schon wirklich sehr, sehr viel, wo sie über ihn und sich nachdenkt. Und dann ist es so, dass es zwischen den beiden zu einer Situation kommt. Zu einer sehr intimen Situation. Also jetzt nicht so intim, ne? Also die sind quasi kurz davor, sich zu küssen. Und er erteilt ihr quasi eine Abfuhr. Und daran hat sie dann erstmal ganz schön zu knabbern. Und an diesem Abend findet eine Party statt. Und Lena hat eigentlich gar keinen Bock auf diese Party. Und sie will dann eigentlich auch nur sehr, sehr schnell wieder nach Hause. Und ist aber eigentlich mit Sebastian auf diese Party gekommen. Und denkt sich dann aber, nee, ich gehe jetzt heim. Und fährt mit ihren anderen vier Freunden nach Hause. Und ja, hat dann auf dem Heimweg einen richtig schweren Autounfall. Und als Lena im Krankenhaus wieder zu sich kommt, ist nichts mehr, wie es war. Alles hat sich verändert und Lena muss mit diesen ganzen Dingen, die sich durch diesen Unfall verändert haben, umgehen. Und sie muss damit lernen zu leben und sie hat sehr, sehr große Schuldgefühle, was diesen Unfall betreffen. Und ja, wieso, weshalb, warum sie diese Schuldgefühle hat und was genau bei diesem Unfall passiert ist und was die Konsequenz aus dessen ist. Das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Also wir beschäftigen uns quasi auf diese Konsequenz, was diesen Verkehrsunfall betrifft und wie sich dadurch halt Lenas Leben verändert. Ich fand diese Thematik in diesem Buch richtig gut. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, Alkohol, ich kann euch ja einfach schon mal sagen, dass es um Alkohol am Steuer geht im Endeffekt. Und ich finde, dass es eine sehr wichtige Thematik ist, gerade bei jungen Erwachsenen. Ich finde, bei uns ist der Führerschein erst ab 18, in Amerika ja schon ab 16. Aber ich finde es trotzdem gut, denn ich finde auch viele 18-Jährige sind noch viel, viel zu leichtsinnig, was den Umgang mit Alkohol und Fahren betrifft. Und ich finde es gut, dass man hier nochmal das Ganze ins Gedächtnis gerufen bekommt, wie schnell sowas eigentlich passieren kann, dass man sagt, okay, ich hatte vielleicht nur ein Bier und mir geht es noch gut, dann aber wahrscheinlich doch schon zu alkoholisiert ist, um fahren zu können. Ich finde, Jennifer Armentrout hat das Thema gut aufgegriffen, sie hat das gut erklärt, sie hat die Ängste, die Zweifel und das alles von Lena super rübergebracht und auch diese ganzen Veränderungen in Lenas Umfeld, bei ihren Freunden und was das alles noch so für Konsequenzen da hatte, das hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Einziges Manko für mich war das Ende, weil hier hat mir am Ende einfach ein bisschen was gefehlt. Mir hat am Ende wirklich so ein bisschen mehr Informationen, was auch die Nebencharaktere betrifft, die hätte ich gerne hier noch gehabt, weil das war wirklich das, was mich am Ende natürlich auch interessiert hat, weil es gab für einige Charaktere auch richtig schwerwiegende Konsequenzen und mich hätte halt hier noch interessiert, was aus diesen Charakteren am Ende jetzt geworden ist. Das wurde hier leider nicht aufgelöst, was ich ein bisschen schade finde. Das hat für mich so das Ende nicht komplett rund gemacht, sondern hat mich so ein bisschen mit Fragen zurückgelassen. Aber na gut, ist halt so, was willst du machen? Aber ansonsten fand ich die Geschichte richtig, richtig toll. Also was die Handlung betrifft, top, kann ich mich nicht beschweren, mochte ich sehr, auch wenn es, was das betrifft, eher eine, in Anführungsstrichen, 0815 Geschichte ist, was den Verlauf betrifft. Aber ich fand, es wurde halt einfach so schön erzählt. Und ich bleibe dann auch gleich mal beim Schreibstil. Ihr wisst, ich liebe den Schreibstil von Jennifer Armentrout. Und ich muss auch sagen, hier in diesem Buch hat er mir auch wieder richtig gut gefallen. Ich mochte das Tempo in der Geschichte. Ich mochte die ganze Art und Weise in der Geschichte. Ich fand die Ausdrucksweise in der Geschichte gut. Das hat gut zu den Charakteren gepasst. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Und ja, mochte ich auch einfach sehr. Ansonsten, was die Charaktere betraf, fand ich Lena als Protagonistin ganz, ganz toll. Man hat wirklich gemerkt, wie sie mit sich zu kämpfen hat, mit ihren Schuldgefühlen zu kämpfen hat und wie sie auch zu kämpfen hat, wieder zurück ins Leben zu finden. Und was Sebastian betrifft, der war einfach toll. Der war einfach wirklich toll. Und Lena und Sebastian kommen in diesem Buch an eine Stelle, in eine Situation, wie sie auch Luca und Sage gewesen sind bei Berühre mich nicht und Verliere mich nicht. Und bei Verliere mich nicht hat Luca so gehandelt, wo ich mir dachte, so, what würde ich dir nie verzeihen, Kerl? Weiß ich nicht, ob ich da je drüber hinwegkommen könnte, über das, was du getan hast.
Und Lena und Sebastian waren in dieser gleichen Situation. Und Sebastian hat einfach mal genau das Richtige getan in dieser Situation. Er hat genau richtig gehandelt. Und da war ein Satz, der war aus 4 oder 5 Wörtern bestand er. Und ich habe so gefeiert, wo ich diesen Satz gelesen habe. Ich habe gedacht, ja, genau dieser Satz erklärt das alles. Genau dieser Satz trifft den Nagel auf den Kopf. Und dann musste ich sofort wieder an Verliere mich nicht denken und habe gedacht, genau so ist es. Und Luca hat es nicht gemacht. Arschloch. So, Blick aber zu und wenn es keinen Morgen gibt, ja. Also wie gesagt, ich fand Sebastian als Charakter ganz, ganz toll. Ich habe den total gefallen. Auch wenn er so seine Probleme in diesem Buch hatte, hatten alle Charaktere, wie gesagt, aufgrund dieses Unfalls. Und ja, auch die anderen Nebencharaktere haben mir richtig gut gefallen, mochte ich sehr. Die haben alle gut ihre Rollen gespielt. Ich konnte das auch nachvollziehen bei ihren Freundinnen, warum sie teilweise so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben, fand ich gut. Hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten, was das Setting betrifft, haben wir wieder ein typisch amerikanisches Setting. Wir haben hier wieder eine amerikanische Kleinstadt und Jugendliche und Autos und halt was alles so dazugehört. Also so typisch amerikanisch halt. Und ich fand das Feeling auch gut in diesem Buch. Also mir hat es Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen und ich fand es ganz, ganz toll. Ich fand die Botschaft, die übermittelt wurde, ganz, ganz toll und ich kann euch und wenn es kein Morgen gibt, auf jeden Fall nur empfehlen. Dieses Buch tendiert vom Stil her eher Richtung und Morgen liebe ich dich für immer. Also es ist kein richtig typisches Jennifer Armentrout Buch und ja, ich fand die Geschichte auf jeden Fall richtig toll und ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen. Ich fand es ganz, ganz toll, eine super süße Geschichte und ich mag sie sehr und ja, mehr gibt es dazu jetzt eigentlich auch nicht. Das waren 2 meiner zuletzt gelesenen Bücher und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.